Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Eine Sache, die ich Ihnen auf gar keinen Fall empfehle, auch wenn Sie ganz viel Eigenkapital haben, bieten Sie das nicht dem Verkäufer an, dass Sie ihm das so geben, ja, ohne dass es im Kaufvertrag drinsteht, dann wird nämlich der gesamte Kaufvertrag nichtig. Ja, dann haben Sie ein echtes Problem und außerdem haben Sie Steuerhinterziehung. Unter Umständen. Ja. Also das würde ich jetzt auch vielleicht beim Makler nicht machen. Es gibt auch welche, die kommen mit dem Koffer zum Notar, ja, und dann kurz bevor unterschrieben wird, gehen die nochmal raus. Der Notar macht den hier, obwohl er das auch nicht darf, ja, und dann geht das Bargeld da hin und her. Ich sage immer, wenn das alle tun, ja, dann zahlen wir noch mehr Steuern. Ne? Weil die Ausfälle, die da entstehen, die muss dann der Rest, der ehrlich ist, muss es dann extra bezahlen. Das ist irgendwie Murks. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!